Ja, hallo liebe Hofheimerinnen, Hofheimer, liebe Freunde im Internet, herzlich willkommen zum heutigen Freitagsblick. Es ist der Freitag am Fastnachtswochenende und hinter mir am Schienorplatz und direkt in der Stadthalle, da wird am Sonntag unser Hofheimer Fastnachtszug, der ja alle 2 Jahre stattfindet, sein Ziel haben. Und ich danke ganz herzlich dem Joachim Melzer und allen Vereinsmitgliedern des Hofheimer Fastnachtszug e.V. für die tolle Organisation, für die sehr langwierige und intensive Vorbereitung. Und ich freue mich auch, dass ich mit dem Magistrat und mit einigen Stadtverordneten einer der 111 Wagen sein darf. Und ich freue mich auch auf dann später auf die After-Zug-Party, organisiert vom Hofheimer Fastnachtszugverein hier in der Stadthalle. Ja, in der zurückliegenden Woche gab es nicht nur närrische Themen, sondern auch politische Themen. Wir hatten am Mittwoch die erste Stadtverordnetenversammlung im neuen Jahr und da gab es einige Themen, die beschlossen wurden. Unter anderem hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass es eine Katzenschutzverordnung gibt, aus Tierwohlaspekten heraus, und ich finde, das ist eine gute Sache. Ein anderes Thema war das leidliche Thema Vollsperrung L3011. Ihr wisst, die Vollsperrung verzögert sich. Hessen Mobil hat das bekannt gegeben, aber eine gute Sache: Hessen Mobil hat auch bekannt gegeben in dieser Woche, dass sie künftig im Stadtteil Lorsbach eine Sprechstunde einführen möchte und stärker in die Bürgerinformation gehen soll. Das ist eine gute Sache und nimmt von diesem Angebot Gebrauch. Die Zahl der Woche, die ist für mich 100. Ja, warum 100? Naja, ihr wisst, am Donnerstag war Weiberfasching. Und ja, mir haben sie auch die Krawatte abgeschnitten und es hat Spaß gemacht. Aber ich habe lesen dürfen, vor 100 Jahren, da wurde die Tradition des Abschneidens der Krawatte begründet. Das war im Stadtteil von Bonn, der heißt Bleuel. Dort haben einige Damen den Herren die Krawatte abgeschnitten. Warum? Weil sie endlich auch mitfeiern wollten beim Karneval dort. Ja, schöne Tradition, eine schöne Zahl, und das ist die Zahl der Woche. Am 14. Februar, ihr wisst ja, das ist der Welt-Met-Tag. Manche sagen auch, es ist Valentinstag. Da wird der Schutzmann vor Ort, der Herr Richard Danne, wieder seinen Stand am Markt haben und über Prävention und die Polizeiarbeit Rede und Antwort stehen. Da für euch als Terminangebot. Ja, das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen vom Jokus. Und mein Tipp des Wochenendes ist ganz klar: unser Hofheimer Fastnachtszug bei hoffentlich dann Sonnenschein, blauer Himmel und alles, was dazugehört. In diesem Sinne, ein närrisches Wochenende. Macht's gut.